Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Fußballmanager. Wir spielen heute gegen Manchester City im 3D-Match. Und ja, da ist, wie wir in der letzten Folge gesehen haben, ja Nasri verletzt. Darum ja, hauen wir hier mal ordentlich rein. Unsere Mannschaft ist top drauf. Wir sind auf dem Platz 2, Chelsea Platz 1. Aber da können wir heute versuchen, ein bisschen aufzurücken. Aguero auf Dzeko, Hamšík geht dazwischen. Sehr schön, Alexandro holt sich die Pille. Sehr gut, Lewandowski auf Suarez, aber da wurde nicht ganz so genau aufgepasst in unserem Sturm. Dzeko, Aguero, Aguero ist da durch. Gut gehalten, sehr schön. Hamšík auf Lever, weiter Ball nach vorne, auf Lewandowski. Lewandowski, komm, jawohl. Suarez tankt sich durch, auf Lewandowski. Der Pass kommt aber leider zu Kompany und nicht zu Suarez. Schade. Da wäre es doch fast geschehen, hä? Wenn wir da durch gewesen hätten, erst einen Torschuss probieren können. Lewandowski, was war da los? Eine glänzende Glatze sehe ich hier. Freistoß hier für uns. Das habe ich nicht kommen sehen, weil ich auch nicht weiß, was da wirklich passiert ist. War es ein Handspiel oder was? Joe Hart hält den Ball auf jeden Fall sehr hart in den Händen. Ja, sehr gut. Abschlag, ganz weit nach vorne. Lewandowski, Suarez, ja, dreht sich eine Dreiviertelstunde und verliert dadurch den Ball. Aguero gegen Kyle Walker, okay. Sturridge für Henderson heute ja dritte, weil der verletzt ist. Dzeko auf Aguero, Dzeko wieder. Lever gegen Aguero, Sakho nimmt den Ball, spielt auf Hamšík, aber der holt sich den irgendwie, aber ganz blöder Fehlpass. Jungs, ihr müsst flach und kurz spielen. Aguero gegen Sakho. Sehr gut, Hamšík auf Lewandowski. Lewandowski dribbelt sich da durch gegen Kompany, verliert aber den Ball. Mann. Also die Verteidigung von Manchester United ist sehr gut. Sehr gut. Hamšík. Spielt doch ordentlich ab. Ich werde hier bekloppt. Sehr, sehr gut. Holt euch die Pille. Lewandowski, Suarez. Suarez verliert gegen Kompany den Ball. Tja. Und Handspiel, weil wir da stehen und angeschossen werden. Also, was willst du denn da machen? Da steht er da. Bumm. Ja, wird auf den Oberarm geschossen. Also, soll er sich den abnehmen oder was? Das ist doch kein Handspiel. Das ist doch blödsinnig. Was soll er machen? Soll er den abschrauben oder wie? Naja, Hamšík, komm. Zieh durch. Lewandowski. Lewandowski auf Wijnaldum. Wijnaldum mit der Flanke rein. Sturridge hat da den Ball am Fuß. Sturridge, ich glaub's ja nicht. Da hätte er doch was machen müssen. Sakho. Ja, den hat er ein bisschen da hart getackelt. Okay, Freistoß. Position ist okay. Sollte aber eigentlich kein Problem sein. Sollte eigentlich kein Problem sein, wollte ich eigentlich ausdrücken, aber dann war es doch ein Problem. Sehr gut. 1-0 hier für Manchester City. Hamšík. Lewandowski dreht sich wieder. Hamšík auf Außen und Baines hat aufgepasst. Tja, so sieht's aus. 1-0 gehen sie da in Führung. Passiert, ne? Echt so ein blöder Freistoß. Jetzt nochmal 2-0. Na, Mignolet hält ihn sehr gut. Abschlag. Also wir kommen noch gar nicht wirklich durch die Verteidigung. Sturridge, Suarez, Lewandowski. Boah, ein harter Schuss, aber nicht rein. Joe Hart hält. Und Chelsea liegt hinten gegen Bolton Wanderers. Jetzt ist es so perfekt. Wir könnten aufholen, wir könnten den ersten Platz machen. Lewandowski! 1-1! Sehr gut, der Ausgleich ist gemacht. Jetzt fehlt uns nur noch ein Siegtreffer. Und Chelsea muss weit in hinten liegen gegen Bolton Wanderers. Bam, da steht er und pff, drin ist das Ding. 1-1, da haben wir doch nochmal ausgeglichen. Schön, sehr, sehr gut. Sturridge gegen David Silva. Da gibt es die gelbe Karte. Was? Warum? Naja, warum sehen wir hier?
hauptsächlich den Gegner getroffen. Warum kann man eigentlich hier nicht klicken? Oder warum könnte man hier klicken? Sieht komisch aus. Aguero, auf Dzeko. Lever, passt auf. Sehr schön. Durch kommt keiner, weil der Ball es gar nicht angenommen wird. Schade. Dzeko. Gut. Hamšík liegt. Kommt immer sehr weit mit zurück. Lewandowski verliert dort den Ball. Schade. Lever gegen Aguero. Lever, Sarko. Wunderbar. Wijnaldum. Anschlussstation suchen. Also, er hat direkt Touré gesucht. Also, noch direkter kann man ihn nicht suchen. Lewandowski. Lewandowski. Ja, auf wen? Nehmt doch den Ball. Warum steht ihr denn da rum? Eigentlich hätte ich ihn noch nehmen müssen, aber kein... Ach, ich weiß nicht. Heute habe ich Urlaub. Es ist echt schön. Fernandinho. Hamšík. Schnell. Lewandowski. Suarez dreht sich. Ist da vorbei, aber doch nicht. Wirklich gegen Kompany. Kein Durchkommen. Dzeko. Auf Außen. Sturridge holt sich die Pille. Sehr schön. Sakko. Walker. Hamšík. Und die erste Halbzeit ist vorbei. Also, das ist so ein schlechtes Spiel teilweise. Die Pässe gehen immer wieder auf den Gegenspieler. Sie spielen 8 Kilometer Pässe. Und ich weiß nicht, warum sie es machen. So, ich will nicht, dass die so weiter latschen. Ihr geht ein bisschen mit nach hinten. Dass sie ein bisschen kompakter stehen. Kompakter, damit sie nicht so weite Pässe machen müssen. Weil das echt ziemlich dumm ist. So, okay. Konzentriert und geduldig weiter. Motivieren, motivieren, motivieren. 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 Und nochmal hier motivieren. Der Rest wird noch ein bisschen geknetet. Teamwork 52. Nur. Wir hatten schon 60, aber da war Henderson auch drin, ne? Der ist ja leider gerade verletzt. Schön. Lewandowski, nimm ihn doch an. Sehr gut. Wijnaldum auf Sturridge. Der Ball kommt nicht an. Sieht aber ein bisschen kompakter gerade aus. Aber es kann auch gerade täuschen. Woo! Eieieiei. Gelbe Karte für Sakko. Wow, wow, wow. Wenn Aguero da nicht mal verletzt ist. So, Yaya Touré auf Bane. Sturridge geht dazwischen. Sehr schön. Achtung. Boah, super abgewehrt. Schön. Lewandowski. Ganz schnell. Suarez. Lewandowski. Schnell auf Hamšík gespielt. Der wird da vom Ball getrennt. Zabaleta. Zabaleta, wie auch immer er heißt. Aguero gegen Sakko. Da müssen wir aufpassen. Hamšík. Ah, Suarez. Komm, setz dich da durch. Suarez. Probiert es da mit dem Schüsschen, aber der war nicht besonders gut. Oh nein, ich sehe es schon, gelb-rot. Ich sehe es schon, ich sehe es. Okay, Aguero. Wunderbar. Was denn? War doch Ball gespielt. Komm schon. Oh nein. Ja, super. Aguero. Pam, einfach durch. 2:1 für Manchester City. Starkes Spiel. José Enrique ist nicht Glenn Johnson. So. Wijnaldum. Ja, es sind immer diese Pässe. Ich kann nicht noch kürzere Pässe einstellen. Ich habe schon auf maximal Kürze eingestellt. Und da verlieren wir hier jeden Ball. Ganz schlecht. Oh nein. Huhuhu. Meine Güte. Tja, es soll heute wohl nicht sein, dass wir da an Chelsea rankommen. Weiterhin 3 Punkte, wenn es so weitergeht. Bam, weiter Abschlag. Hamšík. Lewandowski, Suarez. Mann, Junge, penn doch nicht immer. Meine Güte, der pennt echt durchgehend. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache.
Okay, dann müssen wir hier vielleicht. Ja, vielleicht mal Coutinho reinbringen. Die ganze Zeit nur am Pennen. Ich weiß nicht warum. Hamsik. Geht er gut zwischen. Ja, es klappt noch nicht so wirklich. Schön. Gut. Jetzt den Ball ab nach vorne. Gut. Lever. Verliert gegen Dzeko den Ball. Totale Überzahl. Fernandinho. Walker. Passt da super auf. Sturridge auf Hamsik. Gut. Lewandowski. Immer wieder Lewandowski, der Suarez da den Ball gibt. Hamsik. Und ein verdammter Fehlpass. Warum denn? Immer wieder. Auf denselben Mann. Hamsik. Jawohl. Oh. Das ist echt traurig. Das ist einfach nur traurig. Jovetic kommt rein. Okay. Abschlag. Hat auch gleich den Ball. David Silva auf Aguero. Schön, Egger. Sehr gut. Weiter Ball nach außen. Und der kullert einfach weg. Also nachdem er aufkommt, hat er tausendfach mehr Speed. Bing, boing, und fliegt dann so krass weg. Das ist ein bisschen ärgerlich. Nicht nur ein bisschen. Okay. Okay, okay. Dann holen wir Eremenko mal rein für Hamsik. Lever. Schade. Ja, nicht mehr viel Zeit hier. 14 Minuten. Aguero jetzt hier auf Dzeko. Es war doch nur Ball. Es war doch nur der Ball. Ach man, was hat der Schiedsrichter denn? Meine Güte. Mann, ey. Tja. So läuft's manchmal, ne? Nochmal ein schöner Freistoß, Kopfball rein. Bisschen Glück gehabt. Aber es ist ein bisschen nervig, dass die da so überragend stark sind. Und wir hier einfach nicht durchkommen. Also wir spielen den letzten Schrott. Jungs, also ich weiß nicht, wofür ihr bezahlt werdet. Kann ich echt nicht nachvollziehen. Bam, 2:2. Sehr schön, den Ausgleich geholt. Chelsea hat aber auch den Ausgleich geschafft, wenn ich das richtig sehe. Wir haben auch den Ausgleich. Wenn wir jetzt ein Tor machen... Nee, gar nicht, oder? Ich weiß es nicht genau. Wenn wir jetzt ein Tor machen, müssten wir 22 Punkte haben. Aber 5 Minuten. Ist das noch zu schaffen? Vermutlich nicht. Jesus Navas. Oh, oh. Walker, saubere Aktion. Kyle Walker, sehr gut. Lewandowski auf Coutinho. Coutinho, der hat da Platz, der macht Meter. Coutinho. Coutinho! Macht das Tor! 2:3! Stark gespielt. Lupft da über den Torwart. Alter, ich glaub's ja nicht. Damit habe ich echt nicht mehr gerechnet. Super. 2:3. Nachspielzeit. Also... Geil wäre was anderes gewesen, ne? Also, dass sie nicht hier diese üblen Tore reinkriegen, die 2 Freistöße. Aber trotzdem, perfekt. 2:3, das Spiel ist vorbei. Meine Güte, wunderbar. Nicht unsere Top-Stürme machen hier die Dinger, ne? Mann. Super. Zwar nicht das gesamte Spiel super, aber dass wir die Dinger reingemacht haben, sehr schön. Lewandowski natürlich hat das 1:1 gemacht, das ist unser Top-Stürmer. Das 2:2 hat er auch gemacht und das 3:2... Coutinho. Das große Problem, was ich da sehe, ist einfach immer, dass Lewandowski den Ball hat und auf Suarez spielt und Suarez dann irgendwie verkackt. Oder dass im Mittelfeld, zum Beispiel Hamsik, irgendwie die Anspielstation Suarez sucht, aber da steht immer einer dazwischen. Und da muss man irgendwie dran arbeiten, dass das nicht immer wieder passiert. Vielleicht liegt es daran, dass Lewandowski... Ja, weiß ich nicht. Unser Sturmtank ist. Das darf man im 3D-Match vielleicht nicht. Kein Plan. Aber hier mit einem 3:2 oder 2:3 vom Feld zu gehen, ist krass. Bisschen gemein für Manchester City, die halt natürlich 2 gute Freistöße gemacht haben.
Und damit die Tore. Aber ja, wir sind immer wieder gekommen. Sehr schön. Also das hätte ich echt nicht erwartet, dass das so gut läuft dann. Obwohl wir zweimal hinten lagen. Immer wieder gekommen. Sehr stark. Wir sind ein Punkt jetzt hinter Chelsea. Das ist richtig gut. Die haben nur unentschieden gespielt. Niederlage wäre noch besser gewesen. Aber kannst ja nicht alles immer hinkriegen, ne? Lewandowski sieht man schön schon aus 100 Metern Entfernung und ohne Brille an, ob er sich wohlfühlt. Mhm. Natürlich sind unsere Leute nicht dabei. Selbstverständlich. Wozu denn? Lewandowski, warum? Also es ist echt krass. Hier ist niemand von uns dabei. Es sind immer nur andere Mannschaften. Das ist echt blöd. Im 3D-Match hast du hier keine Chance, weil die Noten einfach so schlecht sind. Naja. Lewandowski heute halt wieder zwei Tore gemacht, das ist gut. Und ja, Aguero und Lewandowski. Mhm. Ja. Würde man gerne den Vergleich haben, Aguero mit Lewandowski von den Werten her zu vergleichen. Und sportlich werden wir sogar noch besser bewertet. Sehr schön. So, das Schulungszentrum wurde aufgebaut. Fitnessparcours, wie ist denn das? Trainingszentrum 14 brauchen wir dafür. Dauert 92 Tage. Ja, komm, machen wir. So, Reserve. Bester Mann. Oh, bist du gut. Eieiei. Eine 75, aber halt auch eine super Form. Das fehlt noch ein bisschen. Oh, der ist richtig stark. Den müssten wir eigentlich schon bald mal in die erste Mannschaft holen. André Wisdom. Starker Spieler. Sehr, sehr gut. Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Der ist so gut entwickelt da. Eine 75. Krass. Der könnte bald mal Egger ersetzen oder so. Ich weiß ja nicht. Ilori. 73, ne? Also die brauchen halt ein bisschen mehr Spiel. Man könnte jetzt überlegen, Ilori noch eine Zeit, aber der wird ja, warte mal, was war, wird der jetzt ausgeliehen oder so? Den haben wir, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde ihn gerne mal, damit er einfach mehr spielt, aber das kann ich ihm gerade noch nicht sagen. Das gefällt mir nicht, wenn ich es nicht sagen kann, dass ich ihn in die zweite Mannschaft stecke, damit er mehr spielt. Gut, dann spulen wir einen Tag vor. Und dann hoffe ich, dass ich gleich wieder reden kann mit den Jungs. Hannover 96 ist ein Heimspiel, wenn ich das sehe. Richtig sehe. Jugendspiel entdeckt. Ja, kann man mitnehmen. Langweiliges Training. Training zur Seite. Da beschweren sich einige über. Vielleicht sollten sie mal etwas abwechslungsreicher gestalten. Okay. Gut, er akzeptiert das Vertragsangebot. Okay. Gut, Coutinho steht auf rechts, auch nicht schlecht. Danny Ward. Und da ist unser junger Spieler. Okay. Yusuf Jones. Was ist denn mit ihm hier? Unglücklich, Panik. Ehe. Strafraumstürmer. Okay. So, dann sagen wir mal, hoffentlich wirst du jetzt zufrieden sein. Sehr schön. Ich glaube, wir können uns für ihn hier auch noch bald mal einen Spieler oder so einen Abonnentennamen aussuchen oder so. Mal gucken. Ja. Yannis Blake. Ey, ich hasse das, dass er jetzt da auf diesen blöden Positionen spielt. Wir brauchen irgendwie einen LA. Wir haben ihn hier einen, aber der ist nicht wirklich gut. Er hier ist noch verletzt, weil er nicht. Er ist noch angeschlagen, ja. Ist nicht so schön. Gehen wir nochmal zu Ilori. Spielergespräch. Ja, nicht verleihen, ne? Eigentlich müsste es eher heißen, dass er in die zweite Mannschaft kommt, damit er mehr Dings bringt, mehr Leistung bringen kann. Sagen wir ihm das einfach mal. Packen wir ihn erstmal in die zweite jetzt. Hm.
In die Reserve schieben. Dauerhaft. So, wo haben wir ihn? Ilori, ja. Ilori ist dann aufgestellt. Janis Blake, wenn er wenigstens sogar als LV oder so spielen würde. Müssen wir mal ganz kurz gucken. In der Jugendmannschaft haben wir da irgendwie einen LA? Einen guten? Nicht wirklich. Hier hätten wir Phillips. Ein LM. Denk mal, das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Sterling ist sein Mentor sozusagen. Können natürlich noch keinen Vertrag anbieten. Schade. Na gut, dann muss das halt erstmal so weitergehen da in der zweiten Mannschaft. Gut, dann war es das erstmal für diese Folge. Ihr dürft gerne mal eure Spielernamen, Vorschläge hier posten, wenn ihr der Torwart sein möchtet. Gerne mit einem Spielerbild. Wenn ihr Spielerbild mit Link sozusagen mir schickt, Name und so weiter, dann werde ich das eher berücksichtigen als nur, ich will das sein. Ja, Name, ihr braucht ja nur so ein paar Sachen hinzuschreiben. Also Vorname, Nachname, Spitzname, Künstlername, wenn ihr es möchtet. Dann ein Spielerbild mir vorschlagen und oder mir einfach eins geben, ne, mit einem Link am besten und dann ist alles gut. Und dann soll es gewesen sein für diese Folge. Wir machen dann bald weiter gegen Hannover 96. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Das war's auch erstmal mit dem Fußballmanager 13 und FC Liverpool. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Und ja, wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt, dann vergesst auch nicht, uns zu abonnieren. Interessant könnte für euch sein unsere Facebook-Page, denn da haben wir immer aktuelle brandheiße News. Geht dazu einfach auf facebook.com/zockerdudes. Ja, das soll es doch erstmal gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen.